große Flutkatastrophe alles verändert hat in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Und hier bei Tagesschau 24 übertragen wir deshalb jetzt live eine Sondersendung des Südwestrundfunks von der zentralen Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Flutkatastrophe in Bad Neuenahr. Jahrestag der Flutkatastrophe. Hier im Kurpark in Bad Neuenahr findet die offizielle Gedenkveranstaltung statt. Und zwar ein Jahr nach der schlimmsten und größten Naturkatastrophe in der Geschichte von Rheinland-Pfalz. In der Nacht vom 14. auf den 15. Juli kam die Flut ins Ahrtal. Und es ist nicht einfach, in dieser Zeit, in diesen Tagen die richtigen Worte zu finden. Bei den überwältigenden Emotionen und Erinnerungen, die hochkommen an das, was vor einem Jahr passiert ist. Die Flut im Ahrtal hat die Menschen überrascht und hat Orte zerstört und überflutet auf einer Strecke von 42 Kilometern. 134 Menschen haben ihr Leben verloren. Zwei weitere werden noch vermisst. Und 46.000 Menschen sind Flutbetroffene nach der Katastrophe. Was bleibt nach der Flut? Die Zerstörung. Kurz darauf kamen viele Helfer und haben mit angepackt bis heute und bauen das Ahrtal wieder mit auf. Ein Jahr ist vergangen, ein Jahr Aufräumen, Wiederaufbau. Und jetzt ist die Zeit, um innezuhalten und der Menschen zu gedenken, die ihr Leben bei der Flutkatastrophe verloren haben. Es sind spürbar emotionale Tage für die Menschen hier vor Ort. Und viele möchten mit ihren Gefühlen und Erinnerungen nicht alleine sein. Das müssen sie auch nicht, denn an den Orten entlang der Ahr gibt es Gedenkveranstaltungen, zum Beispiel morgen, um gemeinsam zu trauern, aber auch um Zeichen zu setzen, der Hoffnung und der Solidarität. Und den Auftakt macht heute hier das offizielle Gedenken des Kreises Ahrweiler. Dazu waren alle Betroffenen eingeladen. Knapp 2000 sind hier in den Kurpark in Bad Neuenahr gekommen. Und natürlich beteiligen sich auch einige von ihnen am Programm. Aber es werden auch Politikerinnen und Politiker erwartet, die ihre Anteilnahme zeigen möchten. Bundeskanzler Olaf Scholz ist auf dem Weg hierher und Bundesumweltministerin Lemke ist auch schon unter den Gästen. Wir begleiten Sie durch die Veranstaltung und zeigen Ihnen die Gedenkveranstaltung in voller Länge. Den Auftakt macht musikalisch das Bläserquintett, die Rhein-Ahr-Spatzen aus Sinzig. Und sie spielen den Titel Nobody Knows the Trouble I've Seen. Also übersetzt, niemand kennt das Leid, das ich gesehen habe. Das waren die Rhein-Ahr-Spatzen
aus Sinzig mit dem Titel Nobody Knows the Trouble I've Seen. Die Begrüßungsrede hält Cornelia Weigand. Sie ist als Landrätin des Kreises Ahrweiler vor Ort und war damals Bürgermeisterin in der Verbandsgemeinde Altenahr. Sie selbst ist auch Flutbetroffene und war in den Tagen und Wochen nach der Flutkatastrophe zwischen den Trümmern für die Menschen vor Ort da. Menschen aus unserer Region sind in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli 2021 ertrunken. Zwei Menschen werden bis heute vermisst. Und die Zahl aller tatsächlichen Opfer ist größer, ist nicht zu beziffern. Die Dimension der Verletzungen an Leib und Seele ist ohnehin unfassbar. Am Ende aller Worte bleibt noch so viel Trauer. Und 42.000 Betroffene nennt eine Statistik. Das sind fast 1.000 auf jedem der gut 40 Kilometer, auf denen sich unser vertrautes Flüsschen in unserer Heimat in ein Monster verwandelte. Sehr geehrte Frau Ministerpräsidentin, alsbald sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrte liebe Damen und Herren, die Sie heute hierher gekommen sind, um hier, wo in jener apokalyptischen Nacht das Wasser stand, jenes schrecklichen Ereignisses zu gedenken, das unser aller Leben verändert hat, vor allem aber, um hier an jene Menschen zu erinnern, die wir damals verloren haben. Wir haben absichtlich keine Einladungen verschickt, weil wir niemanden ausschließen, sondern Raum geben wollen für alle, die trauern. Sei es um Angehörige und Freunde, sei es um ein zerstörtes Lebensumfeld, sei es in Empathie für uns hier an der Ahr. Auch viele Freiwillige sind dabei, deren Hilfsbereitschaft uns unendlich dankbar gemacht hat. 134 plus 2. 134 Tote plus 2 Vermisste plus eine unbekannte Zahl von weiteren im Zusammenhang mit der Flut aus dem Leben geschiedenen. Nüchterne Zahlen sind das. Doch es geht um Menschenleben, die es nicht mehr gibt, die ausgelöscht wurden. Menschen, denen wir nicht mehr begegnen können, auf der Straße, beim Einkauf, bei gemeinsamen Festen. Menschen, die geweint haben und gelacht, Nachbarn, Freunde, Verwandte. Menschen, die schwere Zeiten und Zeiten der Unbeschwertheit durchlebt haben. Menschen, die Teil unseres Lebens waren, die wir gekannt und geliebt haben, an die wir uns immer wieder erinnern, um die wir trauern. Unsere Trauer lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Unsere Trauer braucht Raum. Sie darf sich diesen Raum nehmen, wann immer es nötig ist. Wir sind heute zusammengekommen, um gemeinsam zu trauern, um im Zusammenstehen unseren Schmerz zuzulassen und zugleich die Stärke zu fühlen, die aus diesem Zusammenhalt erwachsen kann. Denn Stärke werden wir brauchen, noch sehr lange.
Das gilt für die Trauer, die uns nicht so schnell verlässt. Das gilt auch für den Blick in die Zukunft. Gerade an einem Tag wie heute mag dieser Blick getrübt, verdüstert sein. Zu vieles ist noch nicht aufgearbeitet. Zu vieles geht nur langsam voran. Zu vieles hart der Entscheidung und der Realisierung. Die Brachen überall in unserem Tal sind auch in unseren Herzen. Auf ihnen wieder Leben entstehen zu lassen, erfordert Kräfte, von denen wir jetzt kaum glauben, dass wir sie haben. Aber ich bin mir sicher, dass wir es den Opfern dieser Flutkatastrophe schuldig sind, den Blick nach vorn zu richten. Die Verstorbenen sind in uns. Wir tragen sie in unseren Herzen. Sie begleiten uns in unsere Zukunft. Und ich bin überzeugt, viele von ihnen hätten gewollt, dass wir zusammenhalten, dass wir weitermachen, dass wir aus dieser Nacht lernen, wie wir und wie auch andere es besser machen können. Die Opfer geben uns die Verpflichtung mit, unser Ahrtal und den ganzen Kreis sicherer, nachhaltiger, digitaler, grüner, sauberer zu machen. Sie geben uns die Verpflichtung mit, dass wir diesen Aufbau vor dem Hintergrund der schrecklichen Erfahrungen entschlossen angehen müssen, um so dieser Katastrophe und vor allem ihren Opfern so etwas wie einen Sinn abzugewinnen. Wie in einer Familie haben wir als Gemeinschaft unterschiedliche Persönlichkeiten und Stärken. Dass wir heute hier zusammenkommen und damit im Wortsinn zusammenstehen, lässt uns diese Stärke fühlen, die wir für unsere Zukunft brauchen. Eine weitere Botschaft geht von hier und von heute aus. Auch wenn man sich alleine fühlt, niemand muss alleine sein in seinem Schmerz und in seiner Trauer. Wir werden nachher auf der Bühne symbolisch eine Menschenkette beginnen, die sich am morgigen Freitag durch das ganze Ahrtal ziehen soll. Um 18 Uhr sollen morgen überall in den betroffenen Städten und Gemeinden dazu die Glocken läuten. Das Zeichen, dass wir Hand in Hand den Weg gehen, der vor uns liegt, so schwer die einzelnen Schritte auch sein werden. Das war die Rede von Cornelia Weigand, der Landrätin des Kreises Ahrweiler. Mitten im Katastrophengebiet zwischen den zerstörten Häusern sind auch sie aufgetreten. Die Musiker der Rheinahrspatzen haben für die Menschen und Helferinnen und Helfer im Ahrtal Dankekonzerte gespielt. Mitten zwischen den Trümmern. Einige von ihnen sind auch selbst von der Flut betroffen und sie möchten hier heute Trost spenden. Jetzt mit dem Titel »Ich bete an die Macht der Liebe«.
Die Rhein-Arschspatzen mit dem Titel »Ich bete an die Macht der Liebe«. Als nächstes kommt Ministerpräsidentin Malu Dreyer auf die Bühne. Sie spricht mit ihrer Gedenkrede für die Landesregierung Rheinland-Pfalz. Ja. Sehr geehrte Frau Landrätin, liebe Frau Weigand, sehr verehrte liebe Bürger und Bürgerinnen des Ahrtals, Herr Bundeskanzler, meine sehr verehrten Herren und Damen. Es gibt Einschnitte im Leben, die kann man nicht alleine aushalten, weil der Schmerz zu groß, die Last zu erdrückend ist. In solchen Zeiten ist die Gemeinschaft das, was wieder Kraft und Hoffnung geben kann. Ich kann nur erahnen, was der Jahrestag der schlimmsten Naturkatastrophe, die unser Land jemals erlebt hat und die viele von Ihnen unmittelbar durchlitten haben, heute an Gefühlen auslöst. Trauer, Angst, Verzweiflung und Mut. Es wäre vermessen zu sagen, ich kann es nachfühlen, aber ich kann verstehen, dass viele so empfinden und ich kann mitfühlen, weil das Leid, die Trauer um die Toten und die Zerstörung so groß sind. Wir gedenken heute der 135 Todesopfer und der zwei Vermissten. Wir nehmen Anteil am Leid der Hinterbliebenen. Wir denken an diejenigen, die körperliche und seelische Verletzungen davongetragen haben. Und wir denken an all die Bürger und Bürgerinnen, denen in kurzer Zeit ganze Lebenswerke und Lebensträume von den Wassermassen weggerissen wurden. 65.000 Menschen hat die Flut insgesamt getroffen. Alleine im Ahrtal 42.000 Menschen, 9.000 Gebäude wurden zerstört oder stark beschädigt. Das heutige Gedenken macht deutlich, Sie sind damit nicht alleine. Ganz Rheinland-Pfalz, ganz Deutschland und weit darüber hinaus schaut hierher, nicht nur heute. Das Versprechen der ersten Tage nach der Katastrophe gilt. Das Ahrtal ist nicht vergessen. Sehr verehrte Bürger und Bürgerinnen, liebe Gäste, wir denken heute auch an die überwältigende Hilfsbereitschaft in der Katastrophe, an die vielen Einsatzkräfte von Rettungs- und Hilfsorganisationen, Feuerwehren, des Katastrophenschutzes und der Bundeswehr, die Tag und Nacht unter großer Gefahr im Einsatz waren, an die unzähligen freiwilligen Helfer und Helferinnen, die ins Tal gekommen waren, um den Menschen beizustehen. Und wir danken denjenigen Menschen, die bis heute hierfür arbeiten, das Ahrtal wieder aufzubauen. In diesen Dank schließe ich auch die große Hilfe und Solidarität des Bundes ein, sehr geehrter Herr Bundeskanzler. Binnen weniger Wochen hat der Bund gemeinsam mit den Ländern ein historisches Wiederaufbauprogramm von 15 Milliarden Euro für Rheinland-Pfalz bereitgestellt. Heute Morgen war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Altena und Dernau. Wir durften viele Gespräche mit Betroffenen führen und haben auch wieder erlebt, wie nah die Erinnerung an die schreckliche Flut und die unfassbare Aufbauleistung beieinander liegen. Auch das ist ein wichtiges Zeichen für Solidarität beim Wiederaufbau. Meine sehr verehrten Herren, meine sehr verehrten Damen, die Menschen in der Region bringen nach der Katastrophe eine beeindruckende Kraft auf. Die hinterlassenen Zerstörungen jeden Tag ins Auge zu schauen und etwas Neues entgegenzusetzen, das beeindruckt mich zutiefst.
Liebe Bürger und Bürgerinnen des Ahrtals, Ihre Anstrengungen, Sie zeigen Ihre Heimatliebe und wie in dieser Region der soziale Zusammenhalt gelebt wird, trotz aller Widrigkeiten. Und inzwischen gibt es viele sichtbare Meilensteine, wie Sie es heute nennen, Lichtblicke hier im Tal. Ich kann verstehen, wenn Ihnen alles trotzdem manchmal nicht schnell genug geht, wenn Sie einfach nur wollen, dass es vorangeht. Und ich versichere Ihnen, wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass für alle der Wiederaufbau gut gelingt. Und wir nehmen Ihre Anliegen sehr ernst, in unserer Arbeit auf, alle politisch Verantwortlichen, auch ich ganz persönlich, spüren diese sehr klare Verpflichtung, den Menschen eine gute Zukunft im Ahrtal zu geben. Und unsere Verantwortung besteht nach der verheerenden Flutkatastrophe auch darin, alles zu überprüfen und Schlüsse zu ziehen, um Naturkatastrophen dieses bislang unbekannten Ausmaßes besser begegnen zu können. Gemeinsam bauen wir das Ahrtal wieder auf. Dies kann niemandem alleine gelingen, weder dem Bund noch dem Land noch den betroffenen Kommunen, erst recht nicht den Menschen vor Ort. Wir brauchen einander. Es geht nur gemeinsam. Der heutige Tag, verehrte Bürger und Bürgerinnen, verehrte Gäste, hat eine klare Botschaft. Die Menschen im Ahrtal können auf eine große Verbundenheit aus ganz Rheinland-Pfalz und darüber hinaus zählen. Und das gilt auch für die nächsten Jahre des Wiederaufbaus. Gemeinschaft zeigt sich ganz besonders in schweren Zeiten. Besonders da, wo es nur zusammen geht. Und deshalb erklingen im ganzen Ahrtal nicht nur eine Glocke, sondern viele, als Zeichen des Gedenkens, des Trostes und der Hoffnung. Das war die Rede der Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz, Malu Dreyer. Und auch er war unermüdlich im Einsatz für die Menschen seiner Stadt. Guido Orten, der Bürgermeister von Bad Neuenahr-Ahrweiler. Allein hier sind 67 Menschen durch die Katastrophe gestorben. Verehrter Herr Bundeskanzler, verehrte Frau Ministerpräsidentin, verehrte Frau Landrätin, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrte Damen und Herren. Stellvertretend für die Bürgermeister der betroffenen Verbandsgemeinden, der Städte und Gemeinden im Ahrtal, darf ich heute zu Ihnen sprechen. Doch nicht ich allein. Zwiegespräch mit einer Seele. Hallo Guido, was machst du da an dem Rednerpult? Ist nicht genug gesagt? Ja, wahrscheinlich schon. Ich darf für die betroffenen Gemeinden des Ahrtals eine kurze Rede halten. Aber wer bist du, der da mit mir spricht? Ich bin eine Seele. Ich habe bis zur Flutnacht mitten unter euch gelebt, hatte einen Namen, eine Familie, Freunde. Und es war sehr schön mit euch in unserer Heimat. Die Flut hat mich mitgenommen. Und mit mir sind 133 weitere Seelen gegangen, rausgerissen aus dem, was man mitten im Leben nennt. Und es war für uns unvorstellbar, so zu gehen. Ja, wir hatten Angst und wir wären gerne bei euch geblieben. Aber Seele, weshalb kannst du hier im Kurpark heute mit mir oder besser mit uns sprechen? Und wie geht es euch? Was ist euer Schicksal? Wir Seelen, wir sind nur auf der anderen Seite. Wir sind nicht weg. Unser Stuhl bleibt zwar leer, aber wir sind jeden Tag,
jede Stunde und gerade jetzt mitten unter euch. Meine Mitseelen und ich sind dankbar, dass ihr an uns denkt, dass wir weiter in Erinnerung bleiben. Aber Guido, sag, wie geht es euch? Wie soll es uns gut gehen? Wir sind erschöpft und traurig. Ihr seid nicht mehr hier. Und wir sind nicht mehr dieselben. Fühlen oft noch die schreckliche Nacht in uns drin. Unsere Gefühle fahren jeden Tag mit uns Achterbahn. Aber seid ihr denn in der Trauer, in der Bewältigung dieser Katastrophe allein gelassen, Guido? Oh nein, Seele. Da waren direkt viele, hunderte, tausende Menschen, Freiwillige mit und ohne Uniform, die Leben gerettet haben, die uns monatelang geholfen haben und vielfach heute noch da sind. Die Solidarität der Menschen war und ist unbeschreiblich. Wir werden auch mit dem Wiederaufbaufonds unserer Republik, unseres Vaterlandes und der Länder in einer Weise unterstützt, die einmalig ist. Für all das sind wir von Herzen dankbar. Aber viele von uns sind einfach müde, verausgabt, auch enttäuscht darüber, dass der Wiederaufbau zu Hause im eigenen Haus, aber auch der Wiederaufbau der öffentlichen Infrastruktur teilweise nur langsam vorangeht. Schnell und unbürokratisch ist eben nicht immer. Und viele andere Faktoren hindern auch daran, dass es schneller geht. Das macht uns manchmal mürbe, ja manchmal wütend. Das hört sich ernüchternd an, Guido, wenn du das so berichtest. Ist das denn überall so? Nein, Seele, keineswegs. Du hast recht. Oft verstellt der Blick auf das, was nicht gut läuft, den Blick dafür, was es auch an positiven Entwicklungen gibt. Da gibt es jeden Tag, auch in diesem Tal, Lichtblicke. Und in dem einen Jahr haben wir viel geschafft. Der Schutt ist beräumt, Ver- und Entsorgung geschaffen, unzählige Provisorien erstellt. Da sind auch schon viele, viele Anträge der Aufbauhilfe bewilligt und in Auszahlung. Viele sind schon in ihren renovierten Wohnungen und Häusern. Betriebe gehen nach und nach an den Start. Und alle HelferInnen und Menschen hier im Tal geben jeden Tag ihr Bestes. Und deshalb ist der Tag des Gedenkens auch Gelegenheit, Danke zu sagen. Danke allen HelferInnen in Not. Danke allen für diese großartigen Beweise der Solidarität. Und nicht zuletzt danke Ihnen, den Menschen im Tal, für das Zusammenstehen und Zusammenbleiben. Das Hierbleiben und Heimat aufbauen. Für die Kraft, den Mut und die Zuversicht, die wir uns gegenseitig geben. Das hört sich schon anders an, Guido. Und jetzt verstehe ich auch, was du eben mit der Achterbahn der Gefühle gemeint hast. Aber bevor ich mich wieder zu meinen Mitseelen begebe, will ich euch allen etwas mit auf den Weg geben. Ihr dürft nicht nur wieder aufbauen und damit alles so machen, wie es war. Ihr seid uns und den Generationen nach euch schuldig, den Katastrophenschutz zu verbessern, damit Menschen ihr Leben nicht mehr auf diese Weise verlieren. Ihr müsst den Hochwasserschutz im Blick haben und angehen. Wenn ihr diese Herausforderungen stemmen wollt, müsst ihr zusammenhalten. Vertraut einander. Vertrauen ist die Basis menschlichen Zusammenlebens und die Basis dafür, dass Perspektive und Zukunft im Ahrtal in eurer Heimat möglich bleibt. Danke, Seele. Danke, dass du mit uns gesprochen hast. Ja, wir wollen lernen, neu machen und anders. Und im Gedenken an euch
und für die Zukunft der nächsten Generationen. Wir werden euch und den 14., 15. Juli nie vergessen. Stellvertretend für meine Mitrednerinnen und die Organisatoren dieses Jahresgedenkens lade ich Sie gleich ein, dieses Bild der Menschenkette, von der die Landrätin gesprochen hat, auch heute Abend schon in die Welt zu schicken. Morgen wird das im gesamten Ahrtal so sein. Heute hier bei dieser Gedenkfeier. Schön, dass Sie da sind. Es folgt eine Schweigeminute für die Opfer der Flutkatastrophe. An jedes der 134 Flutopfer im Ahrtal wird mit einem Stern erinnert. Sie steigen auf in den Nachthimmel über der Ahr.
Wir sind live für Sie beim Gedenken zum Jahrestag der Flutkatastrophe im Kurpark in Bad Neuenahr. Mit dem Sternenhimmel über der Silhouette des Ahrtals wird der 134 Toten hier gedacht und an jedes Flutopfer erinnert. Restlos. Oh.
los, was los? Für den Rest ist genügend Begeisterung da. Die Zweifel zu zähmen, zu leben mit Haut. Zweifel zähmen, nicht aufgeben und gemeinsam stark sein. Sich erinnern, aber auch nach vorne blicken. Das zeichnet die Menschen im Ahrtal aus. Und darum geht es auch jetzt. Erinnerung und Hoffnung. Vier Flutbetroffene teilen stellvertretend für alle ihre Erlebnisse und Gefühle. Wir wohnen in Sinzig, im Grünen Weg, 50 Meter von der A entfernt. Bis vor einem Jahr lebten wir mit der Gewissheit der Großeltern, die das Haus 1947 erbaut haben und bei jedem Hochwasser zu mir sagten, Kind, die A kütt nit in der Jaden. Die war noch nie in der Jaden. Doch dann kam das Unfassbare und die A kam sogar ins Haus. Das Wasser war 1,70 Meter im Erdgeschoss. Wohnräume, meine Heilpraxis waren zerstört, unersetzbare Dinge für immer verloren. Wir hatten das Glück, evakuiert zu werden, sodass von uns niemand verletzt wurde und wir nicht angstvoll ausharren mussten wie so viele andere. Und unser Haus ist stabil geblieben. Dann brach eine zweite unfassbare Welle über uns herein, die der Hilfe und der Solidarität, die uns getragen hat und immer noch trägt. Es war der Wahnsinn. Familie, Freunde, Bekannte und völlig fremde Menschen, Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus der ganzen Republik waren da. Wir wurden mit allem versorgt. In Sinzig hatten wir auch das Glück, dass die Hilfe uns sofort erreichen konnte und die Kernstadt nicht betroffen war. Ich konnte stundenlang über unglaubliche und berührende Erlebnisse dieser Hilfswelle berichten. Neben den Tränen über Verlust und Zerstörung sind auch viele Tränen der Rührung und der Dankbarkeit geflossen. Jetzt, ein Jahr später, ist das Haus fast wieder fertig. Dank der vielen Hilfe und der Hilfsgelder können wir wieder aufbauen. Dafür sind wir unendlich dankbar, denn wir finden das nicht selbstverständlich. Wir sind körperlich und seelisch erschöpft, wurden in unseren Grundfesten erschüttert und sind weit über unsere Grenzen gegangen. Aber wir sind auch daran gewachsen und haben neue Chancen bekommen. Unser altes Sicherheitsgefühl werden wir nie wieder haben. Aber wir haben eine andere Sicherheit gewonnen. Wir wissen jetzt, dass in der Not die Gemeinschaft funktioniert und alle helfen, wo sie können.
Das erfahren zu dürfen, ist ein Geschenk dieser Flut. Und wir werden es nie vergessen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass dieser Geist der Solidarität weiter besteht. Wir gemeinsam das Tal wieder aufbauen, mit weniger Bürokratie und pragmatischen Lösungen. Ich hoffe, dass wir aus den Fehlern der Vergangenheit lernen, der A mehr Raum geben und den Neuaufbau auch im Hinblick auf den Klimawandel ausrichten, um auch den kommenden Generationen die Chance auf ein gutes Leben in unserem schönen Ahrtal zu geben. Woran erinnern wir uns? Wir erinnern uns an das Gefühl, vor dem Nichts zu stehen. Wir waren fassungslos, sprachlos und leer. Das Gefühl, die Existenz ist weg und damit alles, was jeden Tag zum Alltag und zum Leben gehörte. Das, was noch da war, war zerstört. 6 Tonnen Lebensmittel mussten entsorgt werden. Die Maschinen in der Backstube, die Möbel im Verkaufsraum. Aber wir erinnern uns auch daran, dass wir uns sehr schnell entschlossen haben, uns von dieser Flut nicht unterkriegen zu lassen. Wofür sind wir dankbar? Wir sind dankbar, dass wir niemanden aus unserem Familien- und Freundeskreis verloren haben. Wir sind dankbar für die Hilfsbereitschaft der Menschen in den ersten Tagen nach der Flut, die vielen Helfer, die zu Freunden geworden sind. Besonders dankbar sind wir der Feuerwehr aus Herxheim und Ken Schwarze mit seinem Vater aus Bennewitz bei Leipzig. Er ist selbst Bäcker und hat sich sofort ins Auto gesetzt, als er von unserer Katastrophe erfahren hatte. Ebenso Sarah Schmidt und die Firma Fliesen-Steuler, die uns ganz enorm unterstützt haben. Seit dem 4. April dieses Jahres haben wir unser Geschäft wieder eröffnet. Wieder im Laden und in der Backstube zu stehen, unsere Kunden und unser Team wieder zu sehen, dass wir das Schlimmste überstanden haben. Dafür sind wir dankbar. Auch wenn die Erschöpfung der letzten Monate noch in den Knochen steckt, wir schauen nach vorn. Wir haben nur diesen Weg. Wir wünschen Ihnen und allen Menschen aus dem Ahrtal Hoffnung, Zuversicht und Kraft, mit uns zusammen nach vorne zu blicken und nicht mehr zurückzuschauen. Denn so bekommen wir unser Bad Neuenahr und das schöne Ahrtal wieder auf die Beine. Wir wohnen in Schuld und ziehen gerade wieder in unser Haus in der Brückenstraße ein. Wenn ich mich an den 14. Juli letzten Jahres zurückerinnere, so denke ich oft daran, wenn unsere Kinder nicht irgendwann gesagt hätten, wir müssen hier raus, hätte ich wahrscheinlich am frühen Abend im ersten Stock aus dem Fenster geschaut und gehofft, dass das Wasser nicht weiter steigt. Wir konnten unser Haus so aber noch über den Zaun und das Nachbargrundstück verlassen und mussten uns aus sicherer Entfernung mit ansehen, wie das Wasser die Fenster eindrückte und im Haus stieg. Am frühen Morgen des nächsten Tages wurde uns dann das schreckliche Ausmaß der Überflutung bewusst. Zum Glück waren dann schnell Nachbarn, Freunde, Verwandte und Bekannte vor Ort und haben uns großartig unterstützt. Egal, ob es ums Entrümpeln und Entschlammen des Erdgeschosses oder um die Suche nach einer Bleibe für einen längeren Zeitraum ging. Ich glaube, wir haben nur funktioniert. Richtiges Denken war kaum möglich. Überragend waren auch alle Helfer, die von nah und fern kamen und einfach mit angepackt haben. Die kommenden Wochen brachten uns dann auf den Boden der Tatsachen zurück. Und es wurde uns wieder ins Bewusstsein gerufen, mit wie wenig man eigentlich zufrieden sein kann. Strom war im Haus wieder relativ schnell verfügbar, aber auf einen vorübergehenden Hauswasseranschluss mussten wir fast 4 Monate warten.
Bis dahin haben wir uns mit einem IBC-Container beholfen, damit wir uns wenigstens mal waschen konnten. Was uns heute am meisten fehlt, sind zum Beispiel die Fotoalben mit Erinnerungen an die Kindheitstage und Menschen, die im Laufe der Zeit verstorben sind. Die eine oder andere Veränderung im bzw. am Haus wird sicherlich die negativen Gedanken beiseite schieben, damit wieder Normalität in den Alltag einziehen kann. Einer der positivsten Aspekte, der hoffentlich für immer bleibt, hilfsbereit wird wieder großgeschrieben. Von dieser Stelle aus gibt es jetzt nur noch eins zu sagen. Herzlichen Dank für die Hilfe und Unterstützung jeglicher Art innerhalb des letzten Jahres. Und bleibt oder werdet alle wieder gesund. Ich arbeitete als Einrichtungsleitung im Seniorenheim in Altenburg. Dort habe ich am Mittwoch, den 14. Juli letzten Jahres, das Hochwasser erlebt. Gemeinsam mit 10 von meinen Mitarbeitern habe ich es geschafft, alle 87 Bewohner auf die zweite Etage und ins Dachgeschoss zu retten. Bis zum Freitagabend haben wir dort verbracht. Gleichzeitig habe ich gesehen, wie mein eigenes Haus auf der anderen Seite der Einrichtung immer mehr vom Wasser verschluckt wurde. Glücklicherweise konnten sich meine Töchter im dahinterliegenden Hang retten. Ein Lebenszeichen von meinem Lebensgefährten, der in Kirsa bereits nachmittags mit den Wassermassen kämpfte, habe ich erst freitags erhalten. Auch wenn das Wasser so viel Schaden angerichtet hat und wir alle noch lange mit Zeit mit den Schäden kämpfen und mit den Erlebnissen verarbeiten müssen, habe ich vom ersten Moment an erfahren dürfen, dass Menschen in bestimmten Situationen sofort zusammenwachsen. Ich bin so dankbar auch für die schönen Erlebnisse, die man nach der Flut erfahren durfte. Der Zusammenhalt, die Helfer und die Hilfe, durch die man wieder Hoffnung geschöpft hat. Ich durfte so tolle Menschen kennenlernen, die nun teilweise Freunde fürs Leben geworden sind. Die positive Lebenseinstellung, die uns im Ahrtal schon in die Wiege gelegt wurde, war hilfreich, dass man auch über vieles lachen konnte, obwohl es einem nicht zum Lachen war. Viele haben jetzt Angst, dass keine Hilfe mehr von außen kommt. Aber wir alle, die die Flut am eigenen Leib erlebt haben, können uns gegenseitig Kraft geben und helfen. Wir sitzen alle im gleichen Boot und werden die Zukunft gemeinsam schon schaffen. In kleinen Schritten, Schritt für Schritt. Davon bin ich fest und überzeugt und glaube an uns und alle hier im Ahrtal. Wir schaffen das. Hoffnungsvoll geht es auch jetzt weiter im Programm der Gedenkveranstaltung. Das Theater Feuervogel kommt aus Schuld und gleich auf die Bühne. Durch die Flut wurden ihre Räume in Schuld und dort auch Kostüme und Ausstattung zerstört. Aber auch sie schauen nach vorn. Den Künstlerinnen und Künstlern des Theaters war es wichtig, ein Zeichen der Hoffnung zu setzen mit dem Traumtanz. Danse de Lumière. Hoffnung tanzt im Schatten wie im Licht.
Und auch zum Schluss geht's ums Mutmachen. Das versuchen die Musiker und Künstler Stefan Maria Glöckner und Sängerin Nadja Fingerhut. Mit einem Musikmedley der Titel Hinterm Horizont und Immer wieder geht die Sonne auf. Beide kommen aus der Region. Stefan Maria Glöckner ist selbst Flutbetroffener. Und er hat die Liedtexte verändert, damit sie zu der Situation nach der Flutkatastrophe an der A passen. Etwas Wichtiges zu Ende geht, wenn selbst die Hoffnung nicht mehr besteht, nur Traurigkeit. Wenn eine Flut das ganze Ahrtal überschwemmt, weil die Natur es so bestimmt, wenn unser Schicksal fast alles nimmt, vertraue der Zeit. Denn immer, immer wieder geht die Sonne auf. Und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Denn nicht, die gibt es nicht. Oh, denn immer, immer wieder geht die Sonne auf und wieder bringt ein Tag für uns ein Licht. Ja, immer, immer wieder geht die Sonne auf. Nicht, die gibt es nicht, die gibt es nicht.
Dankeschön. Dankeschön. Und damit endet die Gedenkveranstaltung zum Jahrestag der Flutkatastrophe und auch unsere Live-Übertragung. Hier im SWR Fernsehen für Rheinland-Pfalz übernehmen jetzt Patricia Küll und Sascha Becker mit einer Sondersendung live aus Rech. Als die Und zur Gedenkfeier in Euskirchen in Nordrhein-Westfalen schalten wir später zu unserem Korrespondenten vor Ort hier bei Tagesschau 24. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Gedenkfeiern zum Jahrestag der Flutkatastrophe. Rund 2000 Angehörige, Betroffene und Helfer nahmen an der Veranstaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler teil. Darunter auch Bundeskanzler Scholz. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer betonte,